Okay, wir hatten vorletzte Woche Dijkstras Algorithmus kennengelernt und ja, vor der Mittsemesterklausur hatte der Julian Arzt dann Beschleunigungstechniken für kürzeste Wegeberechnungen vorgestellt. Also was passiert, wenn man einen vorgegebenen Zielknoten hat und sich außerdem Vorberechnung leisten kann. Das ist so ein bisschen ein Thema Blick über den Tellerrand, weil man in vielen Anwendungen mit diesem Dijkstra-Algorithmus alleine auch schon ganz gut zurechtkommt. Ne? Also vielleicht, um das mal in Erinnerung zu rufen, wir hatten den Dijkstra-Algorithmus als eine Weilschleife implementiert. Die Knoten, die noch zu scannen sind, sind in einer Prioritätsliste sortiert nach ihrem kürzeste Wegeabstand. Und wir hatten auch gezeigt, dass der bei den dass diese Prioritäten insofern auch korrekt sind, als das kleinste Element tatsächlich schon den korrekten kürzeste Wegeabstand hat und hiermit dann auch endgültig und ein für alle Mal bearbeitet werden kann. Wir scannen also diesen Knoten und das bedeutet, wir relaxieren alle ausgehenden Kanten. Ja? Das ist also das Schöne bei Graphen mit nicht negativen Kantengewichten, dass wir sozusagen alles nur einmal anschauen müssen, und damit annähernd lineare Laufzeit ermöglicht wird. Die Beschleunigungstechniken gehen dann halt noch einen Schritt weiter und sagen, wir würden gerne in massiv sublinearer Zeit auch Anfragen beantworten können, weil diese Graphen halt sehr groß sein können. Und tatsächlich geht das dann auch in einigen Fällen. Ja? Genau, wir hatten dann die Analyse uns genauer angeschaut und es stellte sich heraus, dass man kann sozusagen eine generische Analyse machen. Man zählt die Anzahl der Priority Queue Operationen und kann dann verschiedene Implementierungen einsetzen. Der Dijkstra hatte was recht Naives gemacht, was eine lineare Zeit für ein Delete Min braucht. Mit binären Heaps kamen wir dann auf m plus n log n. Bei dichten Graphen konnte man mit Fibonacci Heaps die Linearzeit tatsächlich schon erreichen, weil sobald, also wir hatten dann Laufzeit m plus n log n, weil das Einzige, was m mal ausgeführt wird, war die Kreis-Key-Operation und die ist bei diesen Fibonacci-Heaps halt amortisiert konstant. Wie das im Detail funktioniert, lernen wir dann in Algorithmen 2. Jetzt kann man noch ein Stück weitergehen und sagen, genau, also was hier jetzt passiert ist, man hat jetzt halt einerseits dieses mit Binary Heaps, das funktioniert in der Praxis ziemlich gut. Andererseits das mit den Fibonacci Heaps. Und wenn man das jetzt implementiert und auf reale Instanzen loslässt, dann beobachtet man eigentlich, dass die Implementierung mit den Binary Heaps sogar ein bisschen schneller ist als die mit den Fibonacci Heaps. Selbst bei relativ dichten Graphen. Und die Erklärung ist, gehen wir mal zurück in diese Analyse, ja. Wir haben hier gesagt, wir machen bis zu m die Kreis-Key-Operationen. Und die sind halt dann bei Binary Heaps auch tatsächlich sozusagen das Dominierende. Aber wenn man genau hinguckt, wird dieses die Kreis-Key ja nur ausgeführt, wenn diese Kantenrelaxation tatsächlich zu einer echten Verbesserung führt. Kann man sich vorstellen, dass bei relativ dichten Graphen es meistens so ist, dass man keine Verbesserungen mehr findet. Und das kann man tatsächlich auch beweisen, zumindest im Mittel. Das heißt, wir haben jetzt keine Ergebnisse mehr im schlechtesten Fall, sondern wir nehmen sowas an, wie wir haben zufällige Kantengewichte. Tatsächlich ist das Modell, das man da annehmen muss, ziemlich allgemein. Es genügt eigentlich, dass wir die Gewichte zufällig auf die Kanten verteilen oder sowas, oder welche konkreten Werte die annehmen oder wie der Graph aussieht, das ist immer noch beliebig Worst Case. Ne? Und was wir dann kriegen ist m plus n log m durch n. Da m höchstens n Quadrat ist, ist das sowas wie log Quadrat n im schlimmsten Fall. Und bei genauerer Betrachtung ist es sogar so,
vielleicht auch eine schöne Übungsaufgabe. Ab welcher Anzahl Kanten ist das hier linear? Ja? Sie können da relativ leicht nachweisen, dass das sogar ab n log n log log n Kanten bereits so ist, dass dieser Term hier dominiert und wir damit wieder Linearzeit haben. Allerdings nur im Mittel. Ne? Trotzdem erklärt das, warum diese Fibonacci-Hieb-Ergebnisse vielleicht gar nicht so wichtig sind in der Praxis. Ja? Der Beweis dazu kommt in Algorithmen 2. Eine andere Verbesserung ist, wir können noch bessere Prioritätslisten verwenden, und zwar nicht irgendwie ein ganz allgemeines Ergebnis, sondern wir nutzen außerdem noch aus, dass wir hier gar keine komplett allgemeinen Prioritätslisten brauchen. Eine wichtige Eigenschaft hier ist nämlich, dass das Minimum in der Prioritätsliste, das steigt monoton an. Das ist ja beim Dijkstra-Algorithmus so, man kann sich das als so einen Luftballon vorstellen, um den Startknoten herum, den wir langsam aufblasen. Und der Abstand der Luftballonhülle vom Zentrum ist halt gerade die kürzeste Wegedistanz des aktuell betrachteten Knotens. Und die kann nur zunehmen. Das haben wir gezeigt. Und es stellt sich heraus, diese Eigenschaft kann man beim Entwurf von Prioritätslistendatenstrukturen tatsächlich ausnutzen. Vor allem, wenn man zusätzlich noch ausnutzt, dass man vielleicht ganzzahlige Kantengewichte hat, dann kommt man im Idealfall sogar auf Linearzeit oder ganz nah dran. Ja? Das ist aber auch im Detail, machen wir das in Algorithmen 2. Jetzt gucken wir uns Verallgemeinerungen an, wo auch negative Kantengewichte erlaubt sind. Ja? Negative Kosten. Da hatten wir bereits gesehen, die Komplikation, die wir dadurch kriegen, ist, dass es vorkommen kann, dass es Knoten gibt, die beliebig nah am Ziel sind, nämlich minus unendlich Abstand haben, nämlich all die, die über einen negativen Kreis erreichbar sind. Dann gehen wir beliebig oft um diesen negativen Kreis herum und kriegen Pfade nach V, die beliebig kleine Werte als Gesamtgewicht haben. Und wir müssen uns aber jetzt überlegen, wie wir das herausfinden und wie wir ganz allgemein mit negativen Kantengewichten umgehen. Ich habe hier mal ein Beispiel, das wir jetzt immer benutzen werden. Startknoten, der hat natürlich Abstand 0, außer wenn er in einem negativen Kreis wieder läge. Aber wie auch immer, also wir haben hier einen rechten Teil des Graphen, der enthält zwar einige negative Kantengewichte, aber keinen negativen Kreis. Also hier ist zum Beispiel ein Kreis, der hat ein negatives Kantengewicht, aber die Summe der Kantengewichte auf diesem Kreis ist 5, nämlich 5 plus 2 minus 2 ist 5. Ist also auch nicht negativ. Und dann sehen wir, die Knoten auf diesem Kreis hier sind erreichbar mit Abstand minus 1, minus 3 und 2. Und kürzer geht es auch nicht. Also da haben wir trotz allem wohldefinierte kürzeste Wegeabstände hier auch. Jetzt ist hier aber ein negativer Kreis mit Gewicht 0, 0, minus 1. Und alles, was über diesen Kreis erreicht wird, hat Abstand minus unendlich. Ja? Also insbesondere natürlich die Knoten auf dem Kreis selber, aber auch zum Beispiel der Knoten A, der hier drüber erreichbar ist. Und dann gibt es vielleicht auch Knoten wie hier der Knoten K, die überhaupt nicht von S aus erreichbar sind, die haben Abstand plus unendlich. Ja? Also wir hätten gerne einen Algorithmus, der das in voller Allgemeinheit beantwortet. Um so einen Algorithmus zu entwickeln, gehen wir jetzt mal zurück zu den Basiskonzepten. Im Buch ist das auch Abschnitt 10.1, also der allererste Abschnitt. Ich habe den erstmal übersprungen, weil man die Algorithmen für nicht-negative Kantengewichte auch verstehen kann, ohne diese Basiskonzepte alle im Detail zu machen. Ja? Und da können wir uns erstmal ein paar allgemeine Sachen anschauen. Erstmal gibt es ein Lemma. Wenn es überhaupt einen kürzesten Pfad gibt, dann ist der ohne Beschränkung der Allgemeinheit einfach, also enthält keine Kreise.
Ja, Beweis, Idee. Fallunterscheidung. Erstmal V ist über einen negativen Kreis erreichbar. Dann haben wir bereits gesehen, dann gibt es keinen kürzesten Pfad. Dann ist also die Voraussetzung dieses Schlusses nicht erfüllt und dann haben wir damit auch kein Problem. Sonst ist es so, betrachten wir einen beliebigen, nicht einfachen Pfad von S nach V, von mir aus auch einen kürzesten. Wenn der nicht einfach ist, heißt das, der enthält einen Kreis. Ja? Wir wissen aber, dieser Kreis kann nicht negativ sein, weil den Fall haben wir da oben schon abgehandelt. Das heißt, wenn wir den aus dem Pfad streichen, können wir den Pfad nur kürzer machen. Das machen wir so lange, bis es keine Kreise mehr in dem Pfad gibt. Und dann haben wir einen Pfad, der kürzer ist als das, was wir am Anfang haben. Wenn wir also mit einem kürzesten Pfad angefangen sind, haben wir wieder einen kürzesten Pfad, der einfach ist. Eine andere wichtige Eigenschaft ist eine Teilpfad-Eigenschaft, Beweis als Übung. Nämlich Teilpfade kürzester Pfade sind selbst wieder kürzeste Pfade. Ja? Also zum Beispiel, wenn wir einen Pfad A, B, C, D haben, dann sind auch die Teilpfade A, B, B, C, C, D oder A, B, C oder B, C, D selbst wieder kürzeste Pfade. Beweis auch wieder Übung. Aber das ist relativ einfach mit Argumenten, die eigentlich sehr ähnlich sind zu dem, was wir hier haben. Ja? Genauso ist es so, wir können die kürzesten Pfade von S aus durch so einen kürzesten Wegebaum repräsentieren. Das hatten wir in Dijkstras Algorithmus bereits ausgenutzt. Das war aber eben für den Fall nicht negativer Kantengewichte. Man kann das allerdings auch zeigen für beliebige Graphen, solange es keine negativen Kreise gibt. Da muss ich ein bisschen warnen, man muss das jetzt richtig lesen, diese Aussage. Es kann durchaus sein, dass es mehrere kürzeste Wege zu einem Knoten gibt und die kann man natürlich nicht alle in einem Baum unterbringen. Also die Aussage lautet hier, man kann immer für jeden Knoten einen kürzesten Weg auswählen, sodass man dann am Ende so einen Baum kriegt. Genau, das sind alles relativ einfache Eigenschaften, der am Beweis sich als Übung lassen würde oder man kann sie auch einfach intuitiv erstmal so stehen lassen. Spannender ist jetzt das hier. Was müssen wir denn tun, um den kürzesten Weg zu finden? Im allgemeinen Fall mit negativen Kantengewichten. Dafür brauchen wir ein Korrektheitskriterium für einen Algorithmus. Ja? Sind viele Algorithmen denkbar. Wir werden aber wieder solche betrachten, die Kantenrelaxationen durchführen. Allerdings jetzt etwas allgemeiner als Dijkstras Algorithmus. Insbesondere werden wir auch zulassen, dass Kanten im Laufe der Zeit mehrfach relaxiert werden. Ja? So, schauen wir uns also mal eine ganz abstrakte Repräsentation einer solchen Algorithmenausführung an. Also wir wissen, die einzige wir arbeiten wieder mit diesen tentativen Abständen d von v. Die einzige Operation, die wir anwenden, um die zu verändern, sind Kantenrelaxationen. Dann können wir eine Ausführung unseres Algorithmus einfach darstellen als eine Folge von Kantenrelaxationen. Ja? So, und wann ist diese Folge von Kantenrelaxationen so, dass sie einen korrekten kürzesten Weg berechnet? Jetzt mal für einen ganz konkreten Pfad P gleich E1, E2, EK, der einen kürzesten Weg von S nach VK darstellt. Die Korrektheitsbedingung ist jetzt ganz einfach. Es muss in R eine Teilfolge von Relaxationsoperationen geben, Relax E1, Relax E2, Relax EK. Dazwischen darf es beliebige andere Kantenrelaxationen geben, das stört uns nicht. Aber wenn es diese Teilfolge gibt, und zwar in der richtigen Reihenfolge, dann gilt anschließend DVK gleich μVK, das heißt die tentative Distanz ist gleich der tatsächlichen kürzeste Wegedistanz von VK. Ja? Und wenn wir das für jeden Pfad zeigen können, haben wir gezeigt, dass unser Algorithmus korrekt ist.
So, der Beweis ist ziemlich einfach. Formal müsste man da jetzt eine vollständige Induktion machen, aber ich mache das jetzt so ein bisschen intuitiver. Also bei der Initialisierung gilt sicherlich d von s gleich μ von s. Da setzen wir einfach d von s gleich 0. Solange es keine negativen Kreise gibt, ist das korrekt und optimal. Nach Zeitpunkt t1 gilt, naja, da wird e1 relaxiert und ich kriege die kürzeste Wegeentfernung nach v1, ja, s v1. Ja. Nach Zeitpunkt t2 wird e2 relaxiert. Das ist diese Kante von v1 nach v2. V1 hat aber bereits die korrekte kürzeste Wegeentfernung. Dann kriege ich jetzt die korrekte kürzeste Wegeentfernung nach V2 und so weiter. Und zum Zeitpunkt TK habe ich das gewünschte Ergebnis. Gibt es dazu Fragen? Ja? Also wir haben hier eine ganz abstrakte Repräsentation für Algorithmen. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie finden wir so einen Algorithmus, der für alle Pfade diese Folgen erzeugt. Das klingt jetzt auf den ersten Blick relativ schwierig, aber da gibt es ja eine alte Ingenieurregel, if in doubt, use brute force. Ja? Im Zweifel benutze rohe Gewalt. Und so kann man eigentlich den Bellman-Ford-Algorithmus für die Berechnung kürzester Wege ansehen. Wir relaxieren einfach alle Kanten in irgendeiner Reihenfolge und das nicht nur einmal, sondern ganz oft. Und zwar wie oft? N-1 mal. Ja? Naja, warum reicht das? Kürzeste Pfade sind ja, haben wir gezeigt, ohne Beschränkung der Allgemeinheit einfach, wenn es sie überhaupt gibt. Das heißt, die haben höchstens N-1 Kanten, weil sie jeden Knoten höchstens einmal besuchen. Naja, aber dann ist, also wir haben hier irgendeinen kürzesten Pfad von S nach VK. In der ersten Runde des Bellman-Ford-Algorithmus wird die erste Kante relaxiert. Wann interessiert uns nicht? Irgendwann. In der zweiten Runde wird die Kante relaxiert, weil es werden alle Kanten relaxiert. Das ist eine völlig triviale Aussage. In der dritten Runde wird die relaxiert, in der vierten die, in der k-1. Runde die und ich bin fertig. Ja? Das heißt, ich habe jetzt dermaßen mit roher Gewalt auf das Problem draufgeschlagen, dass diese auf den ersten Blick relativ kompliziert aussehende Korrektheitsbedingung offensichtlich erfüllt ist. Ja? Und man sollte jetzt den Eindruck haben, ja gut, da hat er sich irgendwie das Leben sehr einfach gemacht. Das ist ja jetzt viel, viel teurer als der Dijkstra-Algorithmus. Die Kanten werden nicht einmal relaxiert, sondern n-mal. Und bei großen Graphen ist das halt eigentlich viel zu teuer. Gibt es da nichts Besseres? Und das Spannende ist, wir wissen nichts Besseres. Keiner hat da jemals einen Algorithmus gefunden, der für allgemeine Graphen mit beliebigen Kantengewichten garantiert besser ist als Laufzeit n mal m, Anzahl Knoten mal Anzahl Kanten. Ja? In der Praxis sieht das ganz anders aus, aber aus Sicht der Algorithmentheorie ist dieser Brutal-Algorithmus bereits das beste Bekannte. Das ist auch schon an sich interessant, finde ich. Und jetzt ist es tatsächlich auch so, selbst wenn es negative Kreise gibt, liefert dieser sehr teure Algorithmus uns auch genug Informationen, um die zu finden. Ja? Also insbesondere ist es so, wenn man den Bellman-Ford jetzt ausgeführt hat, dann gibt es für alle negativen Kreise im Graphen mindestens eine Kante in dem Kreis, bei dem gilt, also eine Kante UV, bei dem gilt DU plus Gewicht der Kante ist kleiner D von V. Das heißt, das ist eine Kante, bei der eine anschließende Kantenrelaxation nochmal zu einer Verbesserung führt. Ja? Und tatsächlich ist das dann so, das könnte man jetzt beliebig lange durchführen, man findet jetzt eine Verbesserung und diese Verbesserungsmöglichkeiten wandern dann diesen negativen Kreis herum und zwar unendlich. Ja? Das heißt, es ist keine gute Idee, den Algorithmus einfach noch länger auszuführen, in der Hoffnung, dass irgendwann mal das Ganze terminiert.
sondern man sagt, ich mache das jetzt N-1 mal und danach gucke ich, gibt es noch irgendwelche Kanten, bei denen diese Bedingung erfüllt ist? Und wenn das der Fall war, weiß ich, da gab es einen negativen Kreis. Und ich weiß sogar, aha, diese Kanten, bei denen das erfüllt ist, die liegen auf diesen negativen Kreisen. Und dann kann ich die auch relativ leicht finden. Ja? Wie das im Detail geht, ist jetzt in dem Zusammenhang nicht so wichtig. Da kann man eine schöne Übungsaufgabe rausmachen. Aber das müssen Sie jetzt für die Klausur nicht im Detail machen, außer wenn es in der Übung auch so in dem Detail drankommt. Ja? Also insbesondere ist es dann so, wenn ich jetzt so einen Knoten V hier habe, da weiß ich dann, der liegt auf einem negativen Kreis. Und außerdem alles, was von V erreichbar ist, hat dann kürzeste Wegeentfernung minus unendlich. Und das kann ich dann auch in Linearzeit sogar ausrechnen, welche das sind, und zwar auch für alle Knoten im Graphen und so weiter. Fragen dazu? Jetzt machen wir mal ein Beispiel. Das ist wieder der Graph von eben. Initialisiert halt, Startknoten hat Entfernung 0, die anderen erstmal plus unendlich. Jetzt mache ich mehrere Iterationen von Bellman fort. Ich werde die jetzt nicht alle komplett durchführen, weil irgendwann passiert dann nichts mehr wirklich Spannendes. Also erstmal, es werden laut Grob-Algorithmus alle Kanten relaxiert. Aber eine Optimierung sieht man hier schon offensichtlich. Es macht eigentlich nur Sinn, Kanten zu relaxieren, bei denen sich unmittelbar vorher was getan hat an der tentativen Distanz des Startknotens. Ne? Am Anfang ist das die Kanten, die aus S selber herausgehen oder aus diesem Startknoten. Während die anderen haben plus unendlich, da macht es offensichtlich keinen Sinn, Kantenrelaxationen durchzuführen, weil plus unendlich, plus irgendein endliches Gewicht ist immer noch plus unendlich, da werde ich also keine Verbesserungen finden. Ich muss also eigentlich nur diese roten Kanten hier jeweils relaxieren. Okay, also habe ich ein Gewicht 0, eine Gewicht minus 1 Kante. Jetzt habe ich nicht triviale Entfernungen zu den beiden Knoten. Ja, und das wäre die erste Iteration vom Bellman-Ford. Ich habe jetzt tentative Distanzen 0, 0. Und dann hier alles plus, minus, plus unendlich und da noch ein minus 1. Und ja, nächste Iteration des Bellman-Ford-Algorithmus. Wieder macht es keinen Sinn, diese von plus unendlich Knoten ausgehenden Kanten zu relaxieren. Es macht auch keinen Sinn, die Kanten, die von Nullknoten ausgehen, zu relaxieren, weil da hat sich ja nichts geändert. Der hat ja seine endgültige kürzeste Wegeentfernung. Ich muss eigentlich nur die Kanten relaxieren, die von Knoten ausgehen, deren tentative Distanz sich gerade geändert haben. Ja? Also das ist eine offensichtliche Optimierung des Bellman-Ford-Algorithmus. Die ist auch relativ einfach zu implementieren. Ich muss halt nur irgendwo zum Beispiel einen Stapel von Knoten verwalten, die sich in der letzten Iteration geändert haben. Und dann arbeite ich nur mit denen. Leider ist das im schlechtesten Fall so, dass das dann alle oder die meisten Knoten sind, bei denen sich was ändert, und zwar in jeder Iteration. Das heißt, man kann Graphen bauen, bei denen man dann trotzdem noch n mal n Laufzeit hat. Ja, aber in der Praxis bringt das schon sehr viel, und es gibt auch noch weitere Heuristiken, um in der Praxis den Bellman fortzubeschleunigen. Ja? Wir machen das jetzt von Hand. Also an den beiden Knoten hat sich was getan. Ich relaxiere die ausgehenden Kanten, das sind die hier. Dann kriege ich hier eine Entfernung 0, also 0 plus 0 ist 0. Minus 1 plus minus 2 ist minus 3. Minus 1 plus minus 2 ist minus 3. Ja? So. Jetzt setze ich das fort. Also es hat sich was getan an den beiden Knoten. Da hat sich auch was getan, aber der hat keine ausgehenden Kanten, deshalb muss ich da nichts machen. Also relaxiere ich jetzt die ausgehenden Kanten von hier und hier. Dann bin ich hier. Ne? Also 0 plus 42 ist 42, 0 plus 0 ist 0, minus 3 plus 5 ist 2. Dann bin ich hier. Wo hat sich was geändert? Naja, da
Und da, also hier hat sich was geändert, aber da ist keine ausgehende Kante. Hier hat sich was geändert. Oh, da müsste ein roter Pfeil noch hin. Allerdings bringt das nicht keine Verbesserung. Ne? Also die 2 plus 2 ist 4, das ist schlechter als minus 1, aber relaxieren tue ich es. Hier, das ist interessant, 0 plus minus 1 ist minus 1, also da kriege ich eine Verbesserung. Minus 3 plus 5 ist 2. Die kriege ich hier, ne? Und so füllt sich das hier jetzt langsam auf. Es ist jetzt tatsächlich so, hier ist man eigentlich schon fertig, aber das ist sehr schwer, das zu erkennen. Ich mache jetzt mal noch einen weiteren Schritt, was dann passiert. Wie ist das? Hier hat sich was geändert. Minus 1 plus 0 ist minus 1. Aha, jetzt hat sich hier was verbessert. Also was wir jetzt sehen, ist, dass sich hier in dem Bereich des Graphen schon nichts mehr ändert. Finde ich keine weiteren Verbesserungen. Und das kann ich auch so beliebig oft wiederholen. Vor allem nach n minus 1 mal weiß ich es ganz sicher. Aber was passiert, ist, dass hier die Kantenrelaxationen um diesen negativen Kreis herum, die gehen immer weiter. Also hier hatte ich diese minus 1, die hat 0 plus minus 1 ist 0. Ne? Dann minus 1 plus 0 ist minus 1. Das nächste wäre dann minus 1 plus 0. Ah, Mist. Minus 1 plus 0 wäre dann minus 1. Dann steht hier minus 1 plus minus 1 ist minus 2. Mit jeweils drei Iterationen des Bellman-Ford-Algorithmus würde ich jeweils alle Kantenlabels hier um 1 reduzieren. Und das kann beliebig lange weitergehen. Und am Ende geht das natürlich dann als Grenzwertprozess gegen minus unendlich, minus unendlich, minus unendlich. Nur kann ich halt einen Algorithmus nicht wirklich unendlich lang laufen lassen. Gut, und dann gibt es diesen Knoten mit Abstand plus unendlich, der gar nicht erreichbar ist, der behält natürlich sein plus unendlich. Gibt es Fragen zu diesem Beispiel? Okay. Ja, also wir halten fest, Laufzeit ist U von n mal m. Logarithmische Faktoren, das ist die gute Nachricht, haben wir hier nicht. Wir haben keine komplizierten Datenstrukturen. Wir gehen einfach durch alle Kanten durch. Aber leider ist das viel langsamer als der Dijkstra-Algorithmus. Und ich habe aber auch gesagt, es gibt Varianten, die im besten Fall deutlich schneller sind. Noch Fragen zum Bellman-Ford-Algorithmus? Ja, gut, dann gucken wir uns jetzt mal wieder einfachere Fälle an. Wir bleiben bei beliebigen Kantengewichten, aber wir schauen uns spezielle Graphen an, nämlich azyklische Graphen oder DAGs, Directed Acyclic Graphs. Da ist zunächst mal die gute Nachricht, es gibt überhaupt keine gerichteten Kreise, also auch sicherlich keine negativen Kreise. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Trotzdem ist der Dijkstra-Algorithmus nicht direkt anwendbar, ne? Weil der möglicherweise bei Kanten mit negativem Gewicht die Knoten in falscher Reihenfolge scannt. Aber wir haben hier was viel Besseres. Wir nehmen als Reihenfolge fürs Knotenscannen einfach irgendeine topologische Sortierung. Das haben wir im Kapitel über Tiefensuche schon kennengelernt. Wir können die Knoten eines gerichteten azyklischen Graphen so sortieren, dass alle Kanten immer von links nach rechts gehen, also von kleineren Nummern zu größeren Nummern. Und wenn wir dann einfach hergehen und sagen, aha, wir scannen die Knoten in der Reihenfolge dieser topologischen Sortierung, dann ist unser Korrektheitskriterium für kürzeste Wege wieder trivial erfüllt. Ja? Weil wir schauen uns einen beliebigen kürzesten Weg an. Der besteht aus einer bestimmten Anzahl von Kanten in diesem DAG. Wir wissen aber, die führen alle von Knoten mit kleinerer topologischer Sortierungsnummer zu Knoten mit größerer Nummer. Also der ganze Pfad ist eine streng monoton steigende Folge von Nummern bezüglich der topologischen Sortierung. Das bedeutet aber, wenn wir die Knoten in dieser Reihenfolge scannen, dass eben auch die Kanten auf diesem Pfad in der korrekten Reihenfolge relaxiert werden.
Ich habe das mal jetzt an einem Beispiel dargestellt. Hier ist ein Deck, hier ist unser Startknoten. Wir würden vielleicht sogar irgendwelche Knoten scannen, die wir gar nicht brauchen, zum Beispiel den da. Der hat Abstand plus unendlich, würde also hier nichts kaputt machen. Oder wir fangen einfach bei S erst an. Ja? Und dann propagieren wir sozusagen die kürzeste Wegeentfernung von links nach rechts durch diesen Graphen. Und ja, gucken wir mal zum Beispiel, kürzeste Wegeentfernung hier hin. Die ist, was ist die denn? 3 plus 6 ist 9, 2 plus 8 ist 10. Also wie finden wir raus, dass das hier der kürzeste Weg ist von S nach dahin? Wir würden erstmal diese Kanten hier relaxieren, insbesondere auch die da. Der kriegt Tentative Distance 3, der kriegt Tentative Distance 2. Jetzt wird bezüglich dieser, also die topologische Sortierung ist jetzt die X-Achse, ja. Jetzt wird hier irgendwas gescannt, das interessiert mich aber nicht. Zunächst wird dann der da gescannt, 3 plus 6 ist 9, dann kriegt der Tentative Distance 9, das ist bereits die korrekte Entfernung. Ne? Dann wird irgendwann auch noch der gescannt, 2 plus 8 ist 10, das ist aber schlechter als die 9, das macht uns nichts aus. Ja? Und das kann man jetzt für beliebige Zielknoten wiederholen. Wir kriegen hier immer das korrekte Ergebnis. Gibt es dazu Fragen? Ja? Also für gerichtete azyklische Graphen haben wir einen kürzeste Wege-Algorithmus, der super simpel ist. Wir brauchen keine Priority Queues oder sowas, der nur Linearzeit braucht und außerdem noch mit beliebigen Kantengewichten umgehen kann. Also das ist wirklich ein besonders einfacher Fall. Sonst Fragen dazu? So, eine weitere Variante, so ein bisschen das Gegenteil zu dem Routenplanungsproblem, wo der Julian Arzt drüber gesprochen hat, ist, ich möchte alle kürzeste Wegeentfernungen kennen, von allen Knoten zu allen Knoten. Ne? Und eine einfache Art, das zu machen, ist natürlich zu sagen, dann rufe ich halt für jeden Knoten den Dijkstra-Algorithmus auf, kriege ich Laufzeit n mal m plus n log n, wenn ich Fibonacci-Heaps als Datenstruktur für die Prioritätsliste nehme, falls ich nicht negative Kantengewichte habe. Bei beliebigen Kantengewichten kann ich n mal den Bellman-Ford aufrufen, das ist n Quadrat mal m, ist natürlich auch sehr teuer. Tatsächlich so schlimm wird es nicht. Wir werden den Algorithmus 2, einen relativ einfachen Algorithmus kennenlernen, der diese Komplexität hat, obwohl man beliebige Kantengewichte erlaubt. Ja? Der Trick wird sein, wir werden einmal nur den Bellman-Ford machen, nicht n-mal, und wir gewinnen aus diesem einen einzigen Lauf von Bellman-Ford Informationen, die es uns erlaubt, unsere Kantengewichte zu manipulieren, sodass sie nicht negativ werden, aber andererseits immer noch korrekt sind. Ja? Dann machen wir n-mal den Dijkstra, kriegen dann irgendwelche Entfernungen, die nicht ganz das sind, was wir haben wollen, aber wir können dann durch einen einfachen Offset die Ergebnisse zu rekonstruieren, die wir ursprünglich haben wollen. Ja? Also es ist ganz nett, diesen teuren Bellman-Ford brauchen wir nur einmal. Und dann reicht der Dijkstra. Wie das geht, Algorithmen 2. So, damit sind wir am Ende des Kapitels über kürzeste Wege. Fangen wir mal zusammen. Wir haben einfache, effiziente Algorithmen für nicht negative Kantengewichte und für azyklische Graphen kennengelernt. Wir haben optimale Lösungen berechnen können. Wir haben relativ einfache, aber doch nicht ganz triviale Korrektheitsbeweise gesehen. Wir haben ein Beispiel dafür gesehen, dass Prioritätslisten eine wichtige Datenstruktur sind. Was haben wir noch an allgemeinen Dingen gelernt? Ja, Schleifeninvarianten waren nicht mehr ganz so wichtig. Also ich denke, das Wichtigste hier waren tatsächlich mal nicht triviale Korrektheitsbeweise. Ja? Wir machen hier etwas, wo es exponentiell viele potenzielle Lösungen gibt, ganz viele verschiedene Pfade.
Aber wir wollen nicht alle angucken. Und dann muss man sich überlegen, wie kann man zeigen, dass das, was wir nicht angucken, auch nicht wichtig ist. Gibt es noch Fragen zum Kürzeste Wege-Kapitel? Okay. Genau, den Rest hatte der Julian dann zum Teil schon gemacht. Ist jetzt der Rest vom Blick über den Tellerrand, sage ich noch ein bisschen was dazu. Erstaunlich viele Arbeiten haben sich halt dann die Prioritätslisten angeschaut. Was aber auch spannend sind Verallgemeinerungen. Also warum gucken wir immer auf dieses konkrete kürzeste Wege-Problem? Naja, es gibt viele Anwendungen, aber es gibt auch viele Anwendungen, wo man andere oder allgemeinere Fragen stellt. Und da will ich mal ein paar nennen. Das eine wäre, wenn man mehrere Zielfunktionen hat. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Routenplaner und Sie sagen, ja, ich möchte eigentlich schnell ankommen. Es soll aber auch günstig sein oder wenig Energie verbrauchen oder sowas. Aber Sie wissen vielleicht gar nicht, welches dieser Ziele Ihnen jetzt wichtiger ist. Und dann gibt es tatsächlich auch Theorien und auch praktische Lösungen, wie man mit mehreren Zielfunktionen umgeht, die man nur auf komplizierte Weise gegeneinander abwägen kann. Man bestimmt dann zum Beispiel alle Lösungen, die nicht offensichtlich schlecht sind. Was das bedeutet, kann man auch mathematisch formalisieren, ist aber nicht Gegenstand dieser Vorlesung. Oder ich sage, ich habe nicht ein Ziel, sondern mehrere Ziele. Wenn die Reihenfolge, in der Sie die mehreren Ziele haben, vorgegeben ist, ist das trivial, dann machen Sie halt mehrere kürzeste Wegeberechnungen. Erstmal vom Start zu Ziel 1, dann von Ziel 1 nach Ziel 2 und so weiter. Aber oft ist es so, die Reihenfolge ist Ihnen egal. Wenn Sie zum Beispiel sagen, aha, ich möchte jetzt nach der Uni, will ich noch ein Eis essen und einkaufen und ins Schwimmbad. Und sagen wir mal, die Reihenfolge wäre Ihnen egal, dann gibt es da viele mögliche Reihenfolgen und wahrscheinlich ist nur eine davon so, dass Sie am wenigsten rumfahren müssen. Wie mache ich das? Oder ich will vielleicht mehrere Alternativen haben. Ja? Oh, was ist denn, wenn auf dem einen Weg Stau ist? Dann will ich eine Alternative haben. Mathematisch ist da dann die einfachste Definition, ich will zwei Kanten disjunkte Wege haben. Oder mehrere. Alle diese Sachen sind sehr naheliegend, treten in vielen Anwendungen auf, aber es ist viel schwieriger, sie zu lösen, als das Ursprungsproblem. Ja? Also da werden wir sehen, dass die NP hart sind. Das heißt, es ist unwahrscheinlich, dass wir jemals einen Worst-Case-effizienten Algorithmus finden. Und wie das genau funktioniert, lernen Sie im dritten Semester in Grundlagen theoretischer Informatik. Ja? Und das ist auch eine wichtige Lehre. Also hier in Algorithmen 1 betrachten wir hauptsächlich Probleme, die man relativ einfach und schnell lösen kann. Und wenn man über diesen Tellerrand versucht hinauszublicken und allgemeinere Problemstellungen formuliert, dann wird es oft ganz schnell ganz haarig. Ja? Die Probleme, die man schnell und effizient lösen kann, sind eigentlich relativ wenige. Wir haben dankenswerterweise viele Anwendungen, aber leider gibt es auch viele Anwendungen, wo man mehr will, aber eigentlich das nicht kann. Ja? Dann muss man anfangen, Kompromisse zu machen, Näherungslösungen zu berechnen und so weiter. Das wird uns dann auch im letzten Kapitel dieser Vorlesung ein bisschen beschäftigen. So, das hier hatte der Julian, glaube ich, gemacht. Was er Ihnen, glaube ich, noch nicht erzählt hat, also das war ja vor allem das Transit Node Routing, hat er etwas ausführlicher gemacht. Und dann waren hier ganz tolle Zahlen, 4 Mikrosekunden, 1 Million Mal schneller. Was er Ihnen, glaube ich, noch nicht vollständig erzählt hat, dass er das viel besser kann. In seiner Bachelorarbeit hat er die Ergebnisse dann nochmal deutlich verbessert. Ich glaube, da kommt in der Übung dann noch ein bisschen was dazu. Also inzwischen ist man bei der Vorberechnungszeit runter von mehr als 1 Stunde auf ein paar Minuten. Nur ein Teil davon ist Parallelisierung. Speicherbedarf ist immer noch relativ hoch. Anfragezeiten sind so unter 1 Mikrosekunde inzwischen mit dem Verfahren. So, dann machen wir jetzt ein neues Kapitel, minimale Spannbäume.
Sie wollen ja zumindest nicht nur ein richtiges Optimierungsproblem auf Graphen gesehen haben. Genau, dieses Beispiel hier, das sind, glaube ich, die Umrisse von 4 der Kanarischen Inseln, aber not to scale, also damit das auf das Bild passte. Nehmen wir mal allgemein an, wir haben eine Inselgruppe, das Budget ist irgendwie ziemlich schwierig, weil es irgendwie eine Wirtschaftskrise und einen Bauboom gegeben hat, der alles Geld in irgendwelche nun verrottenden Ziegelsteine gesteckt hat, aber nicht in Infrastruktur. Aber die Inselregierung oder die Regierung der Inselgruppe will jetzt zumindest sicherstellen, dass man mit Fähren noch zwischen den Inseln verkehren kann. Ja? Es gibt also jetzt mehrere mögliche Fährlinien, die man einrichten kann. Im Prinzip zwischen jedem möglichen Paar von Inseln in dem Fall. Aber eine Eröffnung dieser Fährlinie kostet halt Geld. Und ist klar, wenn die Inseln nah beieinander liegen, ist das billiger, als wenn sie weit voneinander entfernt sind. Und jetzt muss man entscheiden, welche Fährlinien eröffnet man, wenn man möglichst wenig Geld ausgeben will. Aber andererseits soll es möglich sein, jede Insel von jeder Insel zu erreichen. Aber es muss nicht so sein, dass man da mit einer einzigen Schifffahrt hinkommt. Man darf auch umsteigen. Also es könnte zum Beispiel sein, dass man diese lange Kante hier verhindern will und dann müsste man vielleicht von D nach A fahren, indem man erstmal zu B übersetzt und von da zu A. Ja? Wie wählt man jetzt diese Fährlinien aus? Oder machen wir das mal graphentheoretisch, das ist eine sogenannte Pseudo-Anwendung. Ja? In der Realität hat man da Rahmenbedingungen, die viel komplexer sind. Ja? Zum Beispiel nicht ein Kostenwert, sondern man braucht für das Einrichten was, man braucht für den Betrieb der Fähren was und das macht alles viel komplizierter. Aber gucken wir uns mal dieses mathematisch abstrakte Problem an und wir werden dann später auch noch echte Anwendungen sehen. Ja? Also wir haben einen Graphen, ungerichtet in dem Fall und wir werden ohne Bedenken des Vorlesenden annehmen, dass die zusammenhängend sind, da sage ich gleich noch was dazu. Wir haben eine Knotenmenge, n Knoten, m Kanten, ungerichtet. Also das sind sowas wie zweielementige Teilmengen von V, das kennen wir alles schon. Und wir haben Kantengewichte. Ja? Wir suchen jetzt einen Baum Vt, also die gleiche Knotenmenge wie der Eingabegraph. Und t ist eine Teilmenge von e mit genau n-1 Kanten. Der die Eigenschaft hat, dass er alle Knoten miteinander verbindet. Ne? Und wir wollen aber, dass die Summe der Kantengewichte in T minimal ist. Das ist eine mathematische Formalisierung von dieser Pseudo-Anwendung. Ist das klar? Oder gibt es Fragen zur Problemdefinition? Das ist immer das Schöne in mathematischen Formulierungen. Das hier sind Sachen, die Sie alle schon kennen. Also wir haben einen Graphen, ich sage nur noch dazu, der ist zusammenhängend und ungerichtet und hat Kantengewichte. Und jetzt sagen, Sie wissen auch hoffentlich schon, was ein Baum ist und was ein spannender Baum ist. Wenn man also allgemeine graphentheoretische Terminologie kennt, kann man das Problem in einer Zeile definieren. Wir suchen einen spannenden Baum mit minimalem Gesamtgewicht. Ja? Hier ist ein Beispiel. Das kann man leider nicht gut erkennen. Die roten Kanten, das sind die drei hier, bilden den minimalen Spannbaum. Ja? Die da, weil es die schwerste ist, brauche ich die nicht. Und das ist es in dem Fall auch schon. Was ist hier der minimale Spannbaum? Mal sehen. Also mal überlegen. Der plus der plus der. Dieses Zickzack-Ding wären 11, ne? Oder der hier sind 12, das ist schlechter. Der hier sind 13. Nee, ich glaube, das hier ist das Optimum. Das ist nicht so offensichtlich. Ne? So. Also wie finden wir das jetzt raus? Mit einem Algorithmus, der für beliebige Graphen funktioniert, noch schnell sein soll. Ich werde jetzt mal das zusammenhängend weglassen. Dann gibt es überhaupt keinen spannenden Baum, wenn der Graph nicht zusammenhängend ist.
Aber dann gibt es eine offensichtliche Verallgemeinerung davon. Das nennt man dann einen minimalen spannenden Wald. Der soll halt alle Zusammenhangskomponenten des Eingabegraphen aufspannen. Ja? Also aufspannen heißt, für jede Zusammenhangskomponente von dem Graphen bestimme ich einen minimalen spannenden Baum. Ja? Offenbar zerfällt das Minimum Spanning Tree Problem oder das Minimum Spanning Forest Problem in so einem Fall in mehrere unabhängige Teilprobleme. Ich brauche also nur einmal Zusammenhangskomponenten ausrechnen und dann die unabhängig voneinander lösen. Ja? Im Übrigen ist es so, dass sehr viele Algorithmen zur Berechnung minimaler spannender Bäume sich leicht so verallgemeinern lassen, dass sie auch minimal spannende Wälder direkt berechnen, ohne dass ich vorher die Zusammenhangskomponenten berechne. So, Anwendungen. Also eine ganz abstrakte Sichtweise ist, es gibt eine Familie von Optimierungsproblemen, die nennen sich Netzwerkentwurfsprobleme, und in gewisser Weise ist es das Minimum Spanning Tree Problem das fundamentalste davon, in dem Sinne, dass man die allerkürzeste Beschreibung des Problems hat. Das heißt aber noch nicht, dass das in der Anwendung so oft auftritt. Ja? Es gibt viele Lehrbücher für Algorithmen, in denen dann steht, nicht unser FAIR-Problem, sondern Telefonleitungen. Ja, also Sie haben irgendwie Häuser und wollen Telefonleitungen legen, und wie machen Sie das mit minimalen Kosten? Das Problem, das ich mit dieser Anwendung habe, ist, dass das so nicht stimmt. Weil wenn Sie Telefonleitungen legen, sind Sie nicht darauf beschränkt, immer Leitungen zwischen zwei Häusern zu legen. Das sieht man dann auf der Straße. Dadurch, wir haben diese Schaltkästen, und die können Sie beliebig positionieren. Oder Sie haben zumindest viele Optionen, wo Sie zusätzlich noch so Schaltkästen einbauen, von denen dann die Leitungen ausgehen. Ja. Das ist eine Verallgemeinerung des minimalen Spannbaumsproblems, die man Steinerbaumproblem nennt und die tatsächlich ein ganz wichtiges Netzwerkentwurfsproblem sind, das auch in der Praxis auftritt. Was viel häufiger in den Anwendungen auftritt, ist eine andere Eigenschaft. Das hat wieder was mit kürzesten Wegen zu tun, aber mit einer anderen Definition dessen, was optimal ist. Das sogenannte Bottleneck Shortest Paths sind Pfade von S nach T, bei denen nicht die Summe der Kantengewichte minimiert wird, sondern das maximale Kantengewicht wird minimiert. Ja? Um mal überlegen, was so eine Anwendung dafür wäre. Ja, stellen Sie sich vor, Sie haben irgendwie eine kafkaeske Bürokratie mit einem Gebäude, und Sie sind da ein Angestellter und Sie wollen in einen bestimmten Raum. Aber an den Türen gibt es immer diese Schlösser mit Sicherheitscodes. Und jeder Angestellte hat einen bestimmten Autorisierungslevel. Und jede Tür hat auch einen bestimmten Autorisierungslevel. Und Ihr Level muss mindestens so hoch sein wie der Autorisierungslevel, den man braucht, um durch diese Tür zu kommen. Und Sie wollen jetzt feststellen, schaffe ich es, diesen Raum zu erreichen? Vielleicht mit irgendwelchen Geheimdokumenten drin oder Laborausrüstung, Geheimexperimenten. Ich überlege mir jetzt irgendwie gerade so einen typischen Hollywood-Film, Thriller, bla bla. Dann kommt es nicht darauf an, was ist die Summe der Autorisierungslevels der Türen, sondern was ist der größte benötigte Autorisierungslevel. Und um das rauszufinden, müssten Sie halt so ein Bottleneck-Shortest-Path-Problem lösen. Ja? So, und das Spannende ist, wenn Sie einen minimalen Spannbaum haben, gibt es sowieso nur einen Pfad zwischen zwei beliebigen Knoten. Der ist dann auch einfach zu finden. Und der hat netterweise genau diese Eigenschaft. Der ist ein Bottleneck-Shortest-Path zwischen diesen zwei Knoten. Das heißt, wenn Sie dieses Bottleneck-Shortest-Path-Problem lösen können, haben Sie einen super Vorberechnungsalgorithmus, nämlich ich bestimme erstmal einen minimalen Spannbaum, und Anfragen bestehen dann nur noch darin, finde den eindeutigen Pfad im minimalen Spannbaum, und der hat dann diese Bottleneck-Shortest-Path-Eigenschaft. Ja?
Eine verwandte Geschichte ist Clustering. Ja? Ich möchte den Graphen zerlegen in Teilgraphen, die irgendwie nah beieinander sind. Also in Teilgraphen von Knoten, die irgendwie nah beieinander sind. Was man dann manchmal macht, ist, man bestimmt einen minimalen Spannbaum und lässt bestimmte schwere Kanten weg, zum Beispiel die allerschwersten, oder es gibt auch andere Regeln. Dann zerfällt dieser Baum in Teilbäume und die definieren dann Cluster. Und diese Bottleneck-Shortest-Path-Eigenschaft sagt uns dann, aha, wenn ich, nehmen wir mal den allereinfachsten Fall, ich habe einen MSC und will den und lasse nur die allerschwerste Kante weg. Ja? Dann habe ich zwei Cluster und diese Bottleneck-Shortest-Path-Eigenschaft sagt es, zwischen diesen beiden Clustern gibt es keinen Pfad und auch keine Kante natürlich, die kürzer ist als die Kante, die ich da gerade entfernt habe. Und das ist irgendwie eine interessante Leistungsgarantie an ein Clustering-Problem. Leider nicht immer das, was man haben will, aber manchmal ist das genau das, was man haben will. Und dann kann man halt minimale Spannbäume benutzen, um damit so Clusterings auszurechnen. Und eine konkrete Anwendung davon wäre Bildsegmentierung. Da habe ich dann Graphen, dessen Knoten sind die Pixel eines Bildes, zweidimensional oder dreidimensional. Kanten verlaufen zwischen benachbarten Pixeln und Kantengewichte sind irgendwie sowas wie Kontrastwerte. Also wie unterschiedlich sind die Farb- oder Helligkeitswerte dieser Pixel. Und wenn ich dann so ein Clustering berechne, berechne ich im Prinzip Pixelmengen mit ähnlichem Farbwert. Und das ist eine natürliche Definition dessen, was man bei der Bildsegmentierung haben will. Da möchte ich das Bild in Bereiche zerlegen, die vermutlich zum gleichen Objekt gehören. So, dann gibt es schwierigere Probleme, wie zum Beispiel das Handlungsreisenden-Problem oder das bereits erwähnte Steinerbaum-Problem, bei denen ich minimale Spannbäume benutzen kann, um Näherungslösungen zu berechnen. Da werden wir, in der Vorlesung nicht mehr, aber in der Vorlesung Grundlagen theoretischer Informatik, in Algorithmen 2 werden wir da was sehen und im Buch gibt es auch Beispiele. Ich glaube, dieses Steinerbaum-Problem wird da tatsächlich auch erklärt, wie man mit einem minimalen Spannbaum in einem geeignet definierten Graphen kann man einen Steinerbaum berechnen, der höchstens zweimal so schwer ist wie der optimale. Ja. So, Fragen zu den Anwendungen. So, dann sind wir fertig für den nächsten Schritt. Also wir haben definiert, was das Problem ist. Wir wissen, dass es Anwendungen gibt. Jetzt komme ich nicht sofort zu Algorithmen, sondern wir können da eine Zwischenschicht einziehen, die sehr nützlich ist. Es gibt wahrscheinlich Dutzende von Algorithmen für minimale Spannbäume, mit vielleicht sogar Hunderten von Varianten davon. Aber die beruhen alle auf zwei ganz einfachen mathematischen Eigenschaften, die ich auswählen kann, die ich verwenden kann, um Kanten auszuwählen oder zu verwerfen für den minimalen Spannbaum. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit dieser Relaxationsoperation bei kürzesten Wegen. Ne? Wir hatten gesehen, es gibt ganz viele Algorithmen zur Berechnung von kürzesten Wegen. Aber alle, die wir kennengelernt haben zumindest und noch viele, viele weitere, machen im Wesentlichen Kantenrelaxationen. Das heißt, die haben verschiedenste Strategien, um zu definieren, in welcher Reihenfolge relaxiere ich welche Kanten. Aber sie machen keinerlei andere Operationen, die wirklich den Zustand des Algorithmus verändern, also die insbesondere diese tentativen Abstände verändern. Und so ähnlich funktioniert das hier bei den minimalen Spannbäumen. Es gibt ganz viele Algorithmen, aber die beruhen alle auf diesen zwei Eigenschaften. Also, die erste Eigenschaft nennt man Schnitteigenschaft oder Cut Property im Englischen. Was ist ein Cut? Das ist ohnehin ein wichtiges graphentheoretisches Konzept. Für eine beliebige Teilmenge S der Knoten betrachten wir ihr Komplement, also V ohne S,
und insbesondere alle Kanten, die zwischen S und V ohne S verlaufen. Das sind sozusagen, wenn ich S definiert habe, zerschneide ich die Kanten, die S mit V ohne S verbinden. Ja? Und den Schnitt kann ich auch definieren als die Menge der Kanten, die da halt zerschnitten werden. Ja? Und die leichteste Kante in diesem Schnitt C kann ich für einen minimalen Spannbaum verwenden. Das ist also eine wichtige Eigenschaft. Hier ist ein Beispiel. Dieser Graph, da gibt es mehrere Schnitte drin, aber ein ganz einfacher trennt den Knoten 2 von allen anderen Knoten. Zerschnitten werden die Kanten 1, 2 und 2, 3 mit Gewicht 5 und 7. Die leichteste davon ist diese Kante 1, 2 mit Gewicht 5 und die kann ich für einen minimalen Spannbaum verwenden. Ja. Beweisen wir das mal. Hier steht jetzt nur noch mal diese Eigenschaft. Der Beweis funktioniert so: Wir betrachten einen beliebigen minimalen Spannbaum, T'. Wenn der diese leichteste Kante, die nennen wir jetzt E, enthält, dann bin ich fertig. Das war ja die Behauptung. Wenn der die nicht enthält, baue ich mir einen neuen minimalen Spannbaum, der die enthält. Das ist ein typisches Austauschargument, das in der Algorithmik sehr oft auftritt. Gucken wir uns das mal genauer an. Also hier ist ein Bild. Wir haben S, V ohne S, Kanten, die dazwischen her verlaufen und die Kante E hier. Der erste Fall ist der, dass E, das ist diese leichteste Kante, bereits in T' drin ist, dann bin ich fertig. Der interessantere Fall ist hier unten. E ist nicht drin, aber da T' ein Spannbaum ist, muss es ja irgendeine Kante aus dem Schnitt geben, die drin ist in C. Also irgendeine Baumkante auch aus dem Schnitt geben. Ja? Sonst wären S und V ohne S überhaupt nicht verbunden durch den Baum, T'. Und dann kann es auch kein spannender Baum sein und erst recht kein minimaler spannender Baum. Ja? Also es gibt diese blaue Kante hier. Und diese grünen Pfade und Kanten, das ist jetzt unser T'. Jetzt ist es so, das E verbindet halt zwei Knoten, einen in S und einen in V ohne S. Und eine fundamentale Eigenschaft eines Baums ist, wenn ich irgendeine Kante hinzufüge, die da nicht drin ist in dem Baum, schließe ich immer einen Kreis. Also das gilt für einen spannenden Baum. Ja? Das heißt, wenn ich dieses E jetzt mal tentativ hinzufüge, habe ich hier einen Kreis. Und jetzt füge das wirklich ganz hinzu und lasse dafür die blaue Kante hier weg. Dann habe ich wieder einen spannenden Baum und der Baum, den ich habe, ist leichter geworden oder gleich schwer geblieben. Also sowas kann tatsächlich passieren, wenn die beide gleich schwer sind, dann kann man die eine verwenden und die andere nicht, das ist dann egal. Aber egal, ich tue das E jetzt rein, schmeiße diese blaue Kante raus, kriege einen neuen Baum T, der tatsächlich diese Kante, die ich haben wollte, enthält. Ja? Und damit ist die Behauptung bewiesen. Gibt es dazu Fragen? So, also das war die erste Eigenschaft, Schnitteigenschaft. Die andere Eigenschaft nennt sich Kreiseigenschaft. Die sagt, man betrachte einen beliebigen Kreis im Graphen und die schwerste Kante auf diesem Kreis wird nicht benötigt. Hier wieder das gleiche Beispiel. Diese vier Knoten bilden sowieso nur einen Kreis. Die schwerste Kante darauf ist die Kante 1, 4 mit Gewicht 9. Die brauche ich nicht. Warum ist das so? Wieder so ein ähnlicher Beweis, eigentlich wieder eine Austauscheigenschaft. Also angenommen, es gäbe einen minimalen Spannbaum T', der diese schwerste Kante benutzt, dann nehme ich die einfach raus und ersetze sie durch irgendeine andere Kante auf diesem Kreis. Damit wird die Spannbaumeigenschaft nicht zerstört, aber das Gewicht wird verringert. Und ich habe das gezeigt, was ich haben will.
Gibt es dazu Fragen? So. Jetzt habe ich gesagt, es gibt viele Algorithmen dafür. Wir werden zwei etwas näher kennenlernen. Der eine ist der Jarnik-Prim-Algorithmus. Den hat ein Herr Jarnik 1930 gefunden. Er hat nur den aus damaliger Sicht vielleicht gar nicht so fundamentalen Fehler gemacht, das nicht auf Englisch zu veröffentlichen. Damals hätte man das wahrscheinlich eher auf Deutsch veröffentlicht, aber er war ein patriotischer Tscheche, glaube ich, oder Mähre oder sowas, und hat das dann im mährischen Journal für diskrete Mathematik oder sowas veröffentlicht, auf Tschechisch. Und das hat dann in den 50er Jahren tatsächlich niemand mehr gefunden, sodass ein Herr Prim, ein Amerikaner, das 1957 nochmal neu entdeckt hat. Und in den meisten Lehrbüchern steht jetzt auch nur der Primsche Algorithmus. Aber das ist halt ein bisschen unfair, weil die Gepflogenheiten der Mathematik und auch der Informatik sagen, so ein Algorithmus wird nach dem Erfinder benannt und nicht nach dem, der es 27 Jahre später nochmal entdeckt hat. Ja? Aber damit man es überhaupt noch finden kann, nennen wir es halt in der Vorlesung Jarnik-Prim-Algorithmus. Ja? Also die Idee ist, wir lassen diesen minimalen spannenden Baum langsam wachsen, ausgehend von irgendeinem beliebigen Startknoten. Also der Baum ist am Anfang, enthält keine Kanten und nur diesen Startknoten. Das ist ein trivialer Baum. Ne? Und jetzt füge ich dem halt nach und nach n-1 Kanten hinzu, diesem Baum. Und welche nehme ich? Dafür benutze ich die Schnitteigenschaft. Ja? Also ich wiederhole n-1 mal. Ich finde jeweils die leichteste Kante, die S mit einem Knoten außerhalb von S verbindet. Ja? Wenn das die Kante UV ist, U in S und V nicht in S ist, dann wird V der Menge S hinzugefügt und UV im Baum. Damit habe ich n-1 Kanten gefunden und nach der Schnitteigenschaft sind das alles MST-Kanten. Folglich habe ich einen minimalen Spannbaum. Gibt es dazu Fragen? Also das Ganze ist, man muss beim Korrektheitsbeweis dieser Algorithmen immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn man Eingaben hat, wo es mehrere Kanten mit gleichem Gewicht gibt. Ja? Ich habe das deshalb auch, diese Schnitteigenschaft, vorsichtig formuliert. Eine minimale Kante kann ich verwenden, muss ich aber nicht. Es könnte es mehrere minimale Kanten in dem Schnitt geben und dann muss ich eine auswählen. Ich darf die nicht alle nehmen. Ne? Aber die Behauptung ist, dass der Jarnik-Prim-Algorithmus keinen Fehler machen kann. Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Könnte es sein, dass er irgendwie zwei Kanten mit gleichem Gewicht auswählt, die dann hinterher so einen Kreis schließen? Dann habe ich am Ende n-1 Kanten, die aber leider keinen Spannbaum definieren, sondern irgendwelche Kreise noch enthalten. Das kann aber nicht sein, weil diese Kante, die ich hier einfüge, das ist ja immer eine Verbindung zu einem Knoten, der bisher noch gar nicht erreicht wurde. Deshalb bleibt dieses T immer kreisfrei. Das heißt, ich habe nach den n-1 Iterationen einen Baum mit n-1 Kanten. Das ist definitionsgemäß ein Spannbaum. Und jede dieser Kanten kann ich für einen minimalen Spannbaum verwenden. Und dann kriege ich auch insgesamt den minimalen Spannbaum. Gucken wir uns ein Beispiel an. Ich starte beim Knoten A. Das ist übrigens völlig beliebig, wo ich starte. Es gibt mehrere Möglichkeiten, aber ich kriege immer einen minimalen Spannbaum, möglicherweise nicht immer den gleichen. Ja? Gut, ich starte bei A. Der Schnitt der A vom Rest trennt hat die Kanten AB, AD und AC mit Gewicht 7, 9 und 6. Das ist die leichteste. Nehme ich das jetzt dazu. Im nächsten Schritt ist dann der Schnitt, der trennt AC vom Rest. Dann habe ich die Schnittkanten AB, AD, CB und CD mit Gewicht 7, 9, 3 und 4. Die leichteste davon ist die Kante CB mit Gewicht 3. Die füge ich hinzu. Danach habe ich halt A, B, C getrennt vom Rest. Das ist nur noch D.
Diese Schnittkanten sind dann C, D, A, C und B, C mit Gewicht Moment 4, 9 und 2. Dann ist die B, D mit Gewicht 2 die kleinste und ich habe tatsächlich diesen minimalen Spannbaum gefunden. Ah genau, und ich glaube, das ist gerade unser Kanarengraph wieder gewesen. Ne? Jetzt habe ich tatsächlich auch bewiesen, dass das der richtige minimale Spannbaum war. Gibt es Fragen zum Yannick-Prima-Algorithmus? Okay. So, das ist jetzt wieder ein sehr abstrakter Algorithmus. Vor allem, wenn Sie den naiv implementieren, ist der gar nicht so schnell. Ne? Gut, das hier initialisieren ist irgendwie Linearzeit, dann n minus 1 mal wiederholen. Finde eine Kante, die die Cut-Eigenschaft erfüllt. Dann würde ich bei einer naiven Implementierung durch alle Kanten durchiterieren, gucken, verläuft die zwischen S und nicht S. Selbst wenn ich das S effizient implementiert habe, zum Beispiel durch eine Hash-Tabelle, braucht das dann O von M Zeit, um die leichteste von diesen Kanten zu finden. Dann füge ich das hinzu, das geht dann mit Hash-Tabellen vielleicht in konstanter Zeit. Dann könnte ich jetzt sagen, aha, n mal m Zeit und ich bin sogar noch ganz stolz darauf, dass ich eine effiziente Datenstruktur für S verwendet habe. Wenn ich das auch noch naiv mache, da einfach eine Liste von Knoten-IDs hinschreibe, dann brauche ich sogar n Quadrat mal m Zeit. Ja? Wir werden aber sehen, es geht viel schneller in fast linearer Zeit. Mit diesem Algorithmus hier, das ist eine Implementierung des Yannick-Prima-Algorithmus mit Hilfe einer Prioritätsliste. Ja? Und was auch spannend ist, dieser Algorithmus sieht fast genauso aus wie Dijkstras Algorithmus. Die Unterschiede sind rot markiert. Die erkläre ich jetzt auch vordringlich. Also ich wähle irgendeinen Startknoten aus. Bei Dijkstra war der vorgegeben. Das war Teil der Eingabe. Hier ist es egal, ich nehme irgendeinen. Dann initialisiere ich Abstände auf unendlich, beziehungsweise 0 für den Startknoten. Ich habe auch diese Parent-Pointer, die hinterher meine Ausgabe definieren. Und ich füge den Startknoten ein. Das ist fast alles wie bei Dijkstra, außer dass ich einen beliebigen Startknoten wähle. Ich habe eine Hauptschleife mit dem gleichen Kriterium. Solange eine Prioritätsliste Q nicht leer ist, mache ich ein Delete-Min. Jetzt muss man sich überlegen, Prioritätsliste, wie jetzt, was sind denn die Prioritäten? Und da gibt es, das ist vielleicht der wichtigste Unterschied zwischen dem Dijkstra-Algorithmus und dem Yannick-Prima-Algorithmus. Beim Dijkstra-Algorithmus waren diese Abstände Kantengewichte, das ist hier auch so. Quatsch. Beim Dijkstra-Algorithmus waren diese Abstände kürzeste Wegeabstände von S zu dem Knoten. Ja? Oder eben, wenn es tentative Abstände waren, also irgendwelche Abstände, die Kantengewichten auf Wegen entsprachen. Jetzt ist das was anderes. Die Prioritäten in der Prioritätsliste sind einfach Kantengewichte aus der Eingabe. Und zwar welche? Naja, die leichteste Kante, die S mit diesem noch nicht erreichten Knoten V verbindet. Also in Q sind Knoten, die nicht in S sind, wo man aber bereits eine Kante gesehen hat, die S mit diesem Knoten verbinden. Und ich merke mir immer die leichteste davon. Weil das sind die Kandidaten für die Kanten, die man bei der Schnitteigenschaft verwendet. Und wenn ich jetzt über alle Knoten minimiere, dann kriege ich eben gerade die leichteste Kante, die irgendeinen Knoten in S mit irgendeinem Knoten außerhalb verbindet. Ja? Das ist der Trick. Und jetzt muss ich gucken, was muss ich da noch anpassen. Also ich wähle sozusagen die neuen Knoten, der bisher noch nicht in S ist, der am nächsten dran ist, mit einem Delete-Min. Jetzt setze ich seinen tentativen Abstand auf 0. Das heißt, der ist jetzt in S. Ist auch anders als bei Dijkstra.
So, jetzt geht es wieder wie bekannt vor. Wir gucken uns alle Kanten an, die U verlassen. Und das sind ja, da U jetzt in der Menge drin ist, sind das zusätzliche Kanten, die über den Schnitt gehen. Ja? Und ich gucke mir an, führen die für irgendwelche der so erreichten Knoten zu Verbesserungen. Das heißt, ich habe jetzt den Test, falls C von E kleiner D von V. Bei meinem Dijkstra-Algorithmus war das hier die entscheidende Bedingung für eine Kantenrelaxation und da stand D von U plus C von E, um eine Pfadlänge auszurechnen. Und jetzt steht da einfach C von E. Also wenn die neue Kante, die über den Schnitt geht, kürzer ist als die kürzeste Kante, die nach V führt, dann wird die tentative Distanz von V auf C von E verringert. Der Parent-Pointer hält das nach. Und dann muss ich wieder die Prioritätsliste updaten. Das heißt, wenn das Element in der Queue schon drin war, mache ich einen Decrease Key und sonst einen Insert. Und am Ende gebe ich zurück einfach alle Kanten, die in diesen Parent-Pointern gespeichert sind. Gibt es dazu Fragen? Vielleicht nochmal diese Bilder hier erklären. Ich habe hier links S und rechts davon V ohne S. Und diese Grenze, die S von dem Rest trennt, wird jetzt über V hinausgeschrieben. Das sollte das Bild darstellen. Und uns insbesondere wird jetzt halt diese Kante UV hier gesucht, die die kürzeste Verbindung da darstellt. Ja, jetzt können wir den Algorithmus analysieren und die Analyse ist fast identisch zum Dijkstra-Algorithmus, weil was waren die Unterschiede? Naja, also irgendeinen Knoten auswählen, es geht in konstanter Zeit. Hier setzen wir etwas auf 0, es geht auch in konstanter Zeit. Hier sparen wir uns eine Addition, das macht aber auch keinen großen Unterschied. Und hier auch. Und ansonsten ist das der gleiche Algorithmus. Ja, dann ist die Analyse auch die gleiche, asymptotisch. Wir haben also lineare Zeit außerhalb der Prioritätsliste, N-Delete-Min-Operationen maximal, M Decrease-Key-Operationen, höchstens eine pro Kante. Das heißt, mit binären Heaps kriegen wir M plus N log N Ausführungszeit. Und mit Fibonacci-Heaps wäre das M plus N log N Klammer sitzt halt anders. Der wichtigste Unterschied ist für uns hier nicht so relevant, weil wir das ja nicht im Detail betrachtet haben. Ich habe Ihnen gesagt, dass Dijkstras Algorithmus dafür sorgt, dass das Minimum der Prioritätsliste monoton steigt und dass man das ausnutzen kann. Haben wir aber bisher ja gar nicht gemacht. Beim Yannick-Prima-Algorithmus funktioniert das so nicht. Die Prioritätsliste wird möglicherweise nicht monoton benutzt. Kann mir jemand sagen, warum? Warum kann es sein, dass in verschiedenen Iterationen der kleinste Wert mal klein und mal groß ist? Kann man hieran vielleicht auch besser sehen. Also das Minimum in der Prioritätsliste ist ja immer ein Kantengewicht hier. Und monoton hieße, dieses Gewicht, das ich da raus, wird immer größer. Aber das ist nicht notwendigerweise der Fall. Ich meine, es kann ja mal sein, wenn ich zum Beispiel einen Pfad habe als Eingabe, S, V, W, U oder so weiter, ja, dann fange ich bei S an und dann kommt vielleicht erstmal eine lange Kante zu V, Gewicht 10. Und erst dann wird die nächste Kante von V nach U, die vielleicht nur Gewicht 2 hat, sichtbar. Und dann verändert sich entsprechend auch das Minimum in der Prioritätsliste. Das kann beim Dijkstra-Algorithmus nicht passieren, weil ich immer Pfadlängen aufaddiere. Und das verhält sich monoton. Aber die Kantengewichte in dem Schnitt, die können wild rauf und runter gehen. Weil die eben nicht irgendwie
die Menge aller Kanten beschreiben, sondern immer nur diesen Schnitt. Und der kann sich ja ändern. Ja? Ist aber, wie gesagt, für uns nicht so wichtig. So. Dann gibt es noch einen anderen Algorithmus. Also es gibt, wie gesagt, viele Algorithmen, aber die in der Praxis wichtigsten und vielleicht auch einfachsten Algorithmen sind der Yannick-Prim- und der Kruskal-Algorithmus. Der ist von 1956, also nicht in der prähistorischen Zeit der Computer erfunden, wie der Algorithmus von Yannick, aber auch ziemlich alt. Die Idee hier ist, dass ich einfach mit einem leeren Baum anfange und mir die Kanten anschaue in der Reihenfolge aufsteigender Kantengewichte. Und die Invariante, die ich aufrechterhalte, ist, wenn ich mir eine bestimmte Teilmenge der leichtesten Kanten angeschaut habe, dann kenne ich jeweils einen minimalen spannenden Wald für diese Kanten. Ja? Wie mache ich das? Na gut, also iteriere halt durch die Kanten in aufsteigender Reihenfolge. Dafür muss ich die vielleicht sortieren. So. Jetzt habe ich eine neue Kante, die ich betrachten will. Was muss ich ändern, um die Invariante aufrechtzuerhalten? Es gibt zwei Fälle. Ich habe ja einen spannenden Wald der Kanten, die ich schon gesehen habe. Jetzt kommt eine Kante dazu. Die könnte jetzt zwei Bäume dieses Waldes verbinden oder sie könnte innerhalb eines der Wälder liegen. Und was wir machen ist, wenn sie zwei Bäume verbinden, dann füge ich sie hinzu. Und wenn nicht, wird sie ignoriert. Dann müssen wir uns überlegen, warum ist das korrekt? Naja, wenn UV zwei Bäume verbindet, dann sagt mir die Schnitteigenschaft, dass das sogar die leichteste Kante in dem Schnitt ist, der definiert wird durch, sagen wir mal, die Komponente, zu der U gehört und im Rest. Ja, weil alle leichteren Kanten als UV habe ich ja schon betrachtet und da war offenbar keine dabei, die U und V miteinander verbinden kann, also muss es die leichteste in dem Schnitt sein. Alle anderen Kanten, die ich später betrachte, sind schwerer und können diese Beobachtung nicht mehr verändern. Ja? Das heißt, ich darf UV nach der Schnitteigenschaft für einen minimalen Spannbaum verwenden, dann mache ich das auch. Diese beiden Bäume werden zu einem zusammengefügt und ich habe meine Invariante aufrechterhalten. So, wenn das nicht der Fall ist, dann schließt UV einen Kreis in einem bestehenden Baum. Ja? Aber ich weiß, weil ich die Kanten ja in aufsteigender Gewichtsreihenfolge verarbeite, dass UV die schwerste Kante in diesem Kreis ist und folglich brauche ich die nicht für einen MST nach der Kreiseigenschaft. Ich habe ja so einen Algorithmus, der in sehr eleganter Weise sowohl die Schnitteigenschaft als auch die Kreiseigenschaft verwendet. So, Fragen dazu? Haben wir da ein Beispiel für? Ja, hier ist nochmal ein Beispiel. Wieder dieser Graph. Wir schauen uns die Kanten in der Reihenfolge aufsteigender Kantengewichte an. Also erstmal den hier. Den mache ich jetzt fett und zeige damit, dass er drin ist. Die nächstleichteste Kante ist mit dem Gewicht 3 zwischen C und B. Die verbindet zwei Komponenten des Baums, nämlich diese hier, BC, und C ist halt ein trivialer Baum in diesem Wald, der halt nur aus einem einzelnen Knoten besteht. Das heißt, ich darf die reinmachen. Genau, am Anfang kann ich mir das auch wieder angucken. B und D werden voneinander getrennt durch diesen Schnitt, der B definiert, also ist das eine MST-Kante. Jetzt die nächste Schere ist 4. Ja? Ich habe aber die 3er- und die 2er-Kante schon drin. Das heißt, diese Kante CD schließt einen Kreis. Sie ist die schwerste Kante auf diesem Kreis.
Also wird sie nicht benötigt. Dann kommt die 6. Aha. Die verbindet die Komponente, die A enthält, mit dem Rest. Ist also nach der Schnitteigenschaft eine MST-Kante. Und jetzt bin ich fertig. Der Algorithmus wird jetzt noch weiterarbeiten und sich die 7 angucken und erstaunt feststellen, dass die einen Kreis schließt und die schwerste da drin ist und die 9 auch und die aber beide verwerfen. Noch Fragen zum Kruskal-Algorithmus? So, jetzt ist das wieder so. Wir haben hier einen sehr abstrakten Algorithmus. Wenn ich den naiv implementiere, was müsste ich da tun? Sortieren der Kanten, okay, m log m oder sowas. Jetzt muss ich immer gucken, in welchen Teilbäumen liegen Knoten. Das sieht so aus, als müsste ich dafür irgendwie die Knoten markieren mit Teilbaum-IDs, in den Teilbäumen rumsuchen. Sieht auch so aus, als würde das zumindest O von n Zeit brauchen und ich hätte so ein n mal m Laufzeitalgorithmus. Wir werden aber sehen, dass es viel schneller geht mit einer geeigneten Datenstruktur. Und die nennt sich Union-Find-Datenstruktur und hat außerdem noch viele andere Anwendungen. Was macht eine Union-Find-Datenstruktur? Die verwaltet eine Partition einer Menge und wir OBDA nehmen wir jetzt an, das ist die Menge 1 bis n, also die ganzen Zahlen von 1 bis n. Und die wird partitioniert in Blöcke M1 bis MK mithilfe dieser Datenstruktur. Diese Blöcke sind Teilmengen von 1 bis n. Die Vereinigung der Blöcke ist gerade wieder 1 bis n. Und diese Mengen sind paarweise disjunkt. Das ist die Definition einer Partition einer Menge. Ja? Also man kann sich das so vorstellen, das ist unsere Gesamtmenge und die Blöcke zerschneiden diese Menge in disjunkte Teilmengen. Ja? Die Union-Find-Datenstruktur unterstützt zwei Operationen, die überraschenderweise Union und Find heißen. Am Anfang habe ich eine triviale Partition, jede Zahl von 1 bis n ist ihr eigener Block. Union vereinigt zwei Blöcke in einen einzelnen Block und Find findet einen eindeutigen Bezeichner für einen Block. Ja, das benutze ich vor allem in so, was das ist, ist mir erstmal egal, aber wichtig ist, der ist eindeutig. Also insbesondere, wenn ich jetzt für zwei verschiedene Elemente des gleichen Blocks die Find-Operation mache, kriege ich die gleiche Zahl, kann die dann vergleichen und feststellen, aha, die sind im gleichen Block. Oder wenn ich verschiedene Werte zurückkriege mit Find, weiß ich, die sind nicht im gleichen Block. Und es gibt sehr viele Anwendungen, die das brauchen, aber insbesondere kann man mithilfe dieser Datenstruktur den Kruskal-Algorithmus implementieren. Man braucht dann nur O von M Operationen und wenn ich schaffe, die Einzeloperationen schnell zu machen, habe ich also insbesondere eine schnelle Implementierung des Kruskal-Algorithmus. So, erste Version unserer Datenstruktur ist im Pseudocode ein Fünfzeiler plus eine Invariante. Also wieder unser Pseudocode, eine Klasse, die diesen Parameter n kriegt, der dann auch den Konstruktor sozusagen beschreibt. Eigentlich ist die Datenstruktur nichts anderes als ein Array von n Zahlen zwischen 1 und n. Ja? Und das ist Array nennen wir Parent. Es wird initialisiert auf 1, 2, 3 bis n. Und das ist am Anfang... Ja, das sagt uns jetzt die Invariante. Also was bedeuten diese Parents? Wenn ich von einem Eintrag aus diese Parent verweise, das sind einfach wieder Indizes in dieses Parent-Array selber, wenn ich die so lange verfolge, bis ich im Kreis laufe, dann kriege ich den Repräsentanten dieses Blocks. Ja? Am Anfang habe ich triviale Blöcke,
Jeder Knoten ist ein eigener Repräsentant und diese Verweise verlaufen in dem einfachst möglichen Kreis. Ne? Deshalb Parent I gleich I. So. Meine Invariante sagt wohlgemerkt nicht, dass diese Parent-Information direkt den eindeutigen Identifikator für den Block angibt, sondern nur, wenn ich dem immer weiter verfolge, dann komme ich da irgendwann hin. Ja? Das kann man hier an diesem Bild sehen. Da habe ich eine etwas allgemeinere Situation, nachdem ein paar Union-Operationen durchgeführt sind. Ich sage Find I und dann gehe ich zu Parent I, das ist hier, und weiter und weiter und weiter, bis ich im Kreis laufe. Ja? So, die Find-Funktion macht eben genau das, was ich jetzt gerade schon gesagt habe. Find I sagt, okay, wenn Parent I gleich I ist, dann habe ich den Repräsentanten gefunden und kann ihn zurückgeben. Sonst mache ich rekursiven Find auf den Parent von I. Und natürlich kann ich das ist eine Endrekursion, da kann ich natürlich auch wieder eine Schleife rausmachen. So, Fragen dazu. Also das gibt jetzt schon sehr schön die eigentliche Grundidee für diese Union-Find-Datenstruktur her. Die ist jetzt an sich noch nicht besonders effizient. Ja? Man könnte jetzt Eingaben konstruieren, wo im Prinzip ein riesig langer Pfad konstruiert wird. Wir haben einen Block der Größe n, der aus einem solchen Pfad besteht. Und jetzt mache ich ständig Find-Anfragen an den Anfang dieses Pfades. Dann brauche ich immer n Schritte, um das Find zu beantworten. Keine besonders schnelle Datenstruktur. Ja? Gucken wir mal weiter. Link ist eine Hilfsfunktion für Union, die zusätzlich verlangt, dass I und J Repräsentanten sind, und zwar von verschiedenen Blöcken. Das kann man sich so vorstellen, ich habe hier einen Block, wo I Repräsentant ist für diesen Block und J Repräsentant für den anderen. Und um die Invariante wiederherzustellen, kann ich einfach Parent I auf J setzen oder Parent J auf I, das ist egal. Korrektheit ist in beiden Fällen gegeben. Wir werden uns später überlegen, welche der beiden Varianten die bessere ist. Ja? Ja, und Union macht jetzt einfach nichts anderes. Der guckt erstmal, ist Find I gleich Find J? Falls dem so ist, ist nichts zu tun. Die beiden sind schon eine Komponente. Und sonst sage ich halt Link Find I Find J. Fragen dazu? Ja? Also wie gesagt, man könnte jetzt einen Fall konstruieren, wo man eine Folge von Link-Operationen aufruft, die zu so einer linearen Kette führen, und dann wäre das ziemlich langsam. Und wir werden uns aber jetzt überlegen, wie man das beschleunigt. Die Idee ist, diesen Pfad hier kurz zu halten. Und dazu gibt es zwei Techniken. Die eine nennt sich Pfadkompression. Ich habe jetzt hier wieder meine Union-Find-Datenstruktur. Konzentriere mich auf die Find-Operation, weil bei den anderen ist hier gar nicht viel zu tun. Also ich habe jetzt so ein I mit einem langen Pfad zum Repräsentanten I'. Und was ich jetzt nach dieser Operation einfach mache, ist, dass ich all diese Zeiger umbiege auf I'. Auf dem ganzen Pfad. Damit wird die Korrektheit nicht verändert, weil das Einzige, was ich ja brauche, für alle Knoten aus diesem Pfad, wenn ich für die einen Find aufrufe, laufen die ja treu und brav bis zu dem I'. Und die freuen sich sozusagen alle, wenn sie da eine Abkürzung genannt kriegen. Und es wird nirgendwo was falsch gemacht. Ne? Ja, und Pfadkompression implementieren könnte jetzt sein, wie gehabt, if parent I gleich I, dann return I, sonst berechne ich erstmal find parent i rekursiv und setze anschließend parent i auf i'. Und man macht return i'. So, das ist jetzt interessanterweise keine Endrekursion mehr. Ne? Und tatsächlich müsste man sich jetzt überlegen, wenn man das nicht rekursiv implementieren will, muss man sozusagen die ganzen Knoten, die man da durchläuft, auf irgendeinem Stapel ablegen oder irgendeiner anderen temporären Datenstruktur, um diese Zuweisung effizient machen zu können. Aber ansonsten ist es nicht so schwierig. Fragen zur Pfadkompression. Ja? Eine zweite Maßnahme ist Union by Rank.
Hierfür führe ich jetzt tatsächlich eine zusätzliche Datenstruktur ein. Ich habe nicht nur mehr das Parent-Array, sondern auch noch ein Rank-Array, das ich auf 0 initialisiere. Das sind aber ganz kleine Zahlen. Wir werden sehen, dass die zwischen 0 und log n liegen. Und die Link-Operation wird jetzt so geändert. Ich habe ja gesagt, ich habe die Wahl, ob ich i an j hänge oder j an i. Und was ich jetzt mache, ist, dass der Knoten mit dem größeren Rang sich durchsetzt. Das heißt, wenn Rang i kleiner Rang j, dann wird Parent i auf j gesetzt. Und sonst wird Parent j auf i gesetzt. Und außerdem ist es noch so, wenn die Ränge gleich waren, dann wird der neue Gewinner befördert. Also das wirkt jetzt erstmal nach einer ziemlich abstrakten Maßnahme, die aber von der Intuition her vielleicht schon ganz okay ist. Ne? Also die Idee ist, dass der Rang irgendwie was über die Größe dieser Teilbäume aussagt. Und das werden wir dann beim nächsten Mal uns genauer angucken, warum das hilft. Und teilweise auch, warum die Fahrtkompression hilft und was dann insgesamt dabei rauskommt. Vielen Dank.